mich gefragt, ob ich nochmal eine Roomtour drehen kann. Und deswegen mache ich das auch für euch. Mama, komm mal rein. Ja, hier kommt man dann in mein Zimmer rein und als erstes sieht man hier direkt einen Bilderrahmen mit ganz vielen Fotos von Bellamy und Paola. Und hier oben habe ich dann auch noch ein Leinwandbild mit Paola. Und genau, hier unten ist dann meine Kommode. Da steht mein Fernseher drauf. Da hinten ist noch ein Bild von mir und meinem Freund. Dann habe ich hier noch eine Lichterkette und in der Kommode ist jetzt nicht so Wichtiges drin und das ist auch unaufgeräumt, deswegen zeige ich es auch nicht. Ja, und hier habe ich immer Blümchen stehen, entweder kleine Rosen, normale Rosen oder Tulpen oder so. Am besten sind immer die Blumen von Aldi. Ich sag's euch, die halten am längsten und sind billig. Ja, dann habe ich hier oben nochmal so ein Regal. Da habe ich alles draufgeschmissen, was ich sonst nicht hier in meinem Zimmer verstaut kriege. Und jetzt momentan sieht es halt so aus. Und genau, das war es auch schon von der Ecke hier. Dann habe ich hier unten noch einen tollen Teppich liegen. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal raus. Denn ich sag's euch, das ist das Beste und das Coolste an dem Zimmer. Und zwar habe ich meinen eigenen Balkon. Wir haben jetzt auch hier so coole Stühle und einen Tisch hingestellt. Und dann kann ich mir noch Sitzkissen und so hier hin tun. Und dann kann ich hier schön entspannt mit meinen Freunden abends chillen. Ist auf jeden Fall richtig cool. Man kann auch richtig schön da draußen lernen. Bin ich schon froh drüber, dass ich jetzt dieses Zimmer habe. Das hat ja mal früher mal mein Bruder gehört, als er noch hier bei uns gewohnt hat. Dann kommen wir zu meinem Bett. Ja, das ist momentan eigentlich immer gleich, weil ich momentan irgendwie immer nur so grau-weiß das bezogen habe. Ich finde das irgendwie so am schönsten aktuell. Dann habe ich hier neben meinem Bett noch einen Bilderrahmen wieder mit ganz vielen verschiedenen Fotos. Hier neben ist dann mein Nachtschränkchen. Hier ist ein bisschen Deko und dann habe ich hier Fernbedienung, die LED-Lampe. Hier sind immer so ein paar Süßigkeiten, Ladekabel, Wasser. Ja, dann gehen wir hier mal weiter. Hier habe ich meinen Kalender hängen. Und dann habe ich hier noch eine Leinwand, die sagt mir vielleicht nicht so genau zeigen, diese Wand, weil da stehen so ein paar Sachen drauf, die meine Mädels drauf geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf. Dann kommen wir hier zu meiner, wie heißt das, Fensterbank? Oh mein Gott. die habe ich auch aktuell so dekoriert, so ein bisschen rosafarben. Und darunter sieht man dann auch nochmal so eine Reihe mit ganz vielen Pferdefotos, was natürlich auch zu mir passt. Dann habe ich hier so eine Pflanze, eine Fake-Pflanze. Weil bei mir halten halt dann auch wenn nur so Blümchen in der Vase, ansonsten stirbt bei mir alles, deswegen ist bei mir alles fake. Hier, die sind auch fake, also das ist mein Schminktisch, den habe ich ja noch nicht so lange. Habe ich auch hier mit so richtig coolem Licht, dass ich mir das so anmachen kann. Hier steht dann alles mögliche drauf, meine Body Sprays, meine Musikbox, Schminke, mein Schmuckkästchen. Hier diese Tulpen sind auch fake, die sind nicht echt. Die habe ich halt als Deko dann da stehen. Und hier oben habe ich dann meine Schleifen alle hingehangen und meine Schärpen. Genau, so sieht das aus. Dann hier versteckt in der Ecke habe ich zum einen meinen Wäschesack, der jetzt auch nicht leer ist. Verstecke ich mal hier so ein bisschen. Also ich habe meinen Wäschesack, dann habe ich hier meinen Rucksack, mein Stativ, mein Pivo, meine Tasche und sonst halt noch Jacken, also nicht Stalljacken, die ich so fürs Rausgehen normal und so benutze. Dann kommt hier mein riesengroßer Kleiderschrank. Ja, der ist so eingeteilt. Hier die Abteilung ist von meinem Freund. Außer das, aber hier so. Und der Rest ist alles von mir. Ja, so sieht es aus. Ist alles voll. Und ich sage trotzdem, aber ich habe zu wenig Klamotten. Gleich jetzt mal links weiter zu. Dann haben wir hier einen Kalender, der von 2022 ist. Das ist natürlich super praktisch, wenn man jetzt schon demnächst in den Mai geht, im Jahr 2023, dass man noch so einen alten Kalender hier hängen hat. Aber ich habe es irgendwie vergessen, den umzutauschen und da jetzt gar nichts hängt, finde ich auch doof. Deswegen muss ich mir überlegen, ob ich da irgendwie mal ein Bild oder so hinhänge. Dann habe ich hier noch meine Schleifen drum gehangen und um diesen, nennt man das Schlüsselbord? Ein Schlüsselbord, dann habe ich hier meine verschiedenen Schlüssel und hier habe ich zum Beispiel auch noch so ein Schild, oh mein Gott, ein Schild, aber das sieht man durch die Schleifen nicht. Aber naja, das ist also auch schon richtig voll gequetscht und dann habe ich hier ja noch diesen Pfosten mitten im Zimmer,
Und den habe ich mir hier einmal mit so einer Lichterkette drum dekoriert. Dann sind hier noch ganz viele Schleifen. Und hier sind noch zwei Rosen. Das ist meine allererste Rose. Oder einer von den ersten Rosen, die ich von meinem Freund bekommen habe am Valentinstag. Und die habe ich letztens erst noch bekommen. Genau, die haben hier auch ihren Platz schon gefunden. Und jetzt zeige ich euch noch, wie mein Zimmer im Dunkeln aussieht. Weil ich glaube, das finden richtig viele cool. Und deswegen zeige ich euch das jetzt noch schnell. So schaut das Ganze dann im Dunkeln aus, wenn ich meine ganzen Lichterketten hier anhabe. Und ich finde, das sieht echt richtig cool aus. Hier vorne am Fernseher und da oben habe ich ja auch nochmal Lichterketten. Und ich kann ja natürlich auch die Farbe noch ändern, wie es mir passt. Und ich finde das einfach richtig, richtig cool und richtig schön. Da bin ich sehr happy drüber. So, ich habe jetzt hier mal wieder mein Zimmer Tageslicht reingelassen, da das ja viel schöner fürs Video ist. Ich wollte euch noch was erzählen. Die meisten von euch wissen ja wahrscheinlich, dass ich fürs Jahr 2023 wieder ein Wandkalender rausgebracht habe. Und das wird jetzt auch erstmal der letzte gewesen sein. Also für nächstes Jahr werde ich nicht nochmal einen rausbringen. Hier könnt ihr mal so ein paar Bilderchen sehen. Ich zeige euch natürlich jetzt nicht alle. Und genau, der ist momentan richtig stark reduziert und zwar kostet der nur noch 10 Euro. Ich packe euch den Link einfach auch mal in die Infobox rein und da könnt ihr dann direkt zum Shop gelangen. Ja, also ich würde sagen, das ist noch ein richtiges Schnäppchen, was ihr euch holen könnt. Und genau, ansonsten war es das mit diesem Video. Es ist zwar jetzt nicht so lang geworden, aber so ist das halt bei Roomtours. Ich habe auch ja, jetzt nicht so ein riesen Zimmer. Genau. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwie Videowünsche, Videoideen, die ich mal drehen soll für euch. Dann könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.